unsere gute Sarah versucht ja einfach nochmal alles und haut in die Tasten, um irgendwie zu lernen, aber da muss sie auch schon wieder los. Ja, damit ein herzliches Willkommen hier bei The Sims 3 und unserer Familie Siege. Oh Gott, was sie die hier alles eilig haben. Ist es nicht unser Freund hier? Nee, der hat so viel Haare im Gesicht. Na gut, aber hier, wie gesagt, ist eine Menge los. Ja, es hat auch angefangen zu schneien, ne? Das rieselt jetzt hier so vor sich hin. Aber wollen wir noch mal gucken, wo unsere gute Sarah hinfährt. Sarah, go, hau rein in die Pedale. Sonst kommst du wieder zu spät, Liebes. Schneller. Oh, nee, ich sehe schon, das wird wieder sehr knapp hier, ne? Oh, wir haben hier an der Halle. Naja, dann könnten wir es noch gerade so pünktlich schaffen. Sarah, gib alles. Ja, lauf, Sarah, lauf. Naja. So 2 Minuten danach mal reingeschneit. Die Anzeige geht auch nicht wirklich hoch, ne? Da können wir hart arbeiten, wie wir wollen. Ich glaube, wir können auch schon einen Collar haben und die geht trotzdem nicht höher. So, Pia hat einen Collar, wie es aussieht, aber ihre Anzeige ist schön weit oben. Professor einschleimen und hart arbeiten scheint zu funktionieren. Ach, Mio, ich schaff das, Mädels. Ich bin voll von euch überzeugt. Ach Gott, arme Pia. Hat sie denn heute noch irgendwie was? Heute ist Mittwoch. Was haben wir denn da? Ja, Gott sei Dank nur die 2 Kurse. Nicht, dass wir hier 3-mal irgendwo hinrennen müssen. Ja, ich weiß, unsere Pia spielt gern. Das muss man mir nicht unbedingt noch erzählen. Aber ganz guter Hinweis auf jeden Fall. Ach, Mensch. Wir schaffen es. Ja, die Leistung ist zwar durchschnittlich, aber hey, besser als schlecht, ne? Schön, dass du heute im Unterricht warst, Pia. Ja, das war gut, ne? Voll angestrengt, die ganze Geschichte. Wir können ja... Was macht denn hier ein bisschen Spaß? Wir können ja einfach mal den Laptop verwenden und spielen, ganz spontan. Wozu haben wir denn das Ganze hier? So, genau. Sarah hat einfach mal ein bisschen Spaß. Pia kann mal nach Hause und Tara... wir können uns ja mit Tara und Eddie treffen. Wo wollen wir uns denn treffen? Was ist denn hier los? Haus Malan? Ist da eine Party oder was? Oder zeigt mir das einfach nur an, dass es die Häuser sind? Hm, keine Ahnung. Wo gehen wir hin? Wo waren wir denn gerade? Wir waren gerade hier, ne? Dann können wir ja auch hier an den Teich gehen. Oh, nee, wir waren da. Na, dann hätte ich auch hier in den Park gehen können, so ein Mist. Ich habe das irgendwie völlig verwechselt. Aber mit Sarah sind wir da, genau. Nee, schon wieder eine Einladung. Ich habe echt keinen Bock hier auf irgendeine Party. Tut mir leid. Oh, Mensch, sie macht sich nackig. Kann man ja auch mal gleich machen. Nee, wo ist denn hier die Runde? Flitzen, Temperaturen und so. Ey, warum haben wir noch Unterricht? Was soll denn das? Haben alle Unterricht? Ach je. Außer Pia, ne? Die hat erstmal ein bisschen Pause. Na gut, ich lasse aber Sarah hier noch 2 Minuten sitzen, in der Hoffnung, dass ihr Spaß noch ein bisschen höher geht. Startet in 2 Stunden, dann haben wir auch noch ein bisschen. Oh Gott, Alter, der PC bringt es irgendwie gar nicht, ne? Computerspiel spielen. Komm, Sarah, wir schaffen es. Ja, guck mal, wie schnell das Ding hier Spaß bringt, ne? Das ist unglaublich. Okay, jetzt hat mir... Oh, nicht Stundenplan. Hier Stundendingens gehen. Weil sonst sind wir ziemlich spät dran. Das wäre ungünstig. Lauf, Sarah, lauf! Okay. Pia ist zu Hause. Die können wir auch gleich mal ins Bett verfrachten. Sonst wird die ja hier ihr Leben lang nicht mehr froh. Bitteschön. Und danach kann sie auch mal hier... Ja, malen wäre vielleicht auch nicht übel. Ist das ihr Bild hier? Ja, sehr gut. Dann kann sie da gleich mal weitermalen. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Können wir uns einen neuen Mitbewohner holen? Geht das jetzt endlich? Zuweisung eines neuen Mitbewohners beantragen. Hä? Können wir immer noch nicht. Das scheint jetzt aber jedenfalls die Neue hier zu sein. Aber wie oft soll ich denn dieses Spielchen hier spielen? Bis irgendwann vielleicht mal unsere gute Willow dabei ist. Ach nee, das taugt mir ja gar nicht. So, Mäuschen, du bist spät dran, wie immer. Okay, ich gebe zu, das ist auch teilweise meine Schuld. Aber du solltest dich jetzt ein bisschen beeilen. Wenigstens ein bisschen.
Ja, das ist gut. Sie ist da. Yay! Und steigt die Leiste? Ja, minimal, aber sie steigt. Wir müssen auch irgendwie mal gucken, dass sie mit den ganzen Fähigkeiten hier zusammenkommen. Ah, schon wieder ein Abschlusszwerg. Oh, was sie an Abschlusszwergen hat, verstehe ich ja auch nicht, ne? Aber kann sein, dass der hier so ein bisschen hilft, ne? Sieht zumindest ganz gut aus von der Anzeige her. Bei Pia besser eindeutig und bei Terra, naja, ihr wisst ja Bescheid. Flitzen. Ach ja, wir sind ja hier erstmal noch beim Professor eingeladen. Beim Unterricht. okay. Wo? Ach, wir gehen jetzt flitzen oder was? Ach so, nee, Terra ist schon hier, alle anderen sind woanders. Ach, Miu, Terra, was geht? Hä? Blitzt du schon los? Yay, Terra ist schon um alle Ecken herumgewandert. Ach du meine Güte. Ja, und das Lustige ist, es scheint Terra zu gefallen, ne? Ne, Terra? Nackt sein ist die tollste Sache der Welt. Wo bist du denn schon wieder hin? Terra! Ach Mensch, Terra, dich kriegen wir auch nicht mehr eingefangen, oder? Tschüss, Terra. Ja, Wiedersehen. Du kannst auch ruhig mal hier bei uns bleiben. Ich will auch gerne mal mit dir mitlaufen. Yay, Terra, nackte Tatsachen. Juhu. Ja, oh, das war sehr nackt. Ah, lass dich doch mal einfangen, Liebes. Ich will dein strahlendes Gesicht sehen, wenn du läufst. Okay, sie will es uns einfach nicht zeigen. Nee, und zu dieser Party will ich immer noch nicht. Jetzt lass uns doch mal hier einen Tag mit Partys in Ruhe. Insbesondere Sarah, weil die muss auch mal lernen. Die geht jetzt erstmal nach Hause. Sarah, hast du gehört? Du gehst nach Hause und dann hast du erstmal ein bisschen Spaß hier. Gut, Pia schläft ja schon. Und Terra, hast du jetzt das Flitzen aufgegeben? Okay. ja, wir können ja mal so ein ganz böses Mädchen sein und hier mal so ein großes Bohnengemälde anpinseln. Mal gucken, was daraus wird und ob uns jemand erwischt. Weil eigentlich ist ja kaum einer hier, der uns sehen könnte, oder? Du, klangheimliche Aktion. Unsere Terra hier voll dabei. Ja, hoffentlich sieht uns keiner. Ich meine, wir sind zwar auf demselben Grundstück, aber wir sind ja hier ziemlich abgelegen auf dem Grundstück. Weil uns hier keiner kommt von wegen, ich hab dich gesehen. Sieht uns kein Mensch. Aber das Gemälde dauert ziemlich lange, ne? Naja, du wirst es schon machen, Terra, und wenn nicht, dann nicht, ne? Gut, dann gehen wir mal lieber zu Sarah, weil die braucht jetzt hier ihre Sonderbehandlung aller Spaß. Ich habe den Cheat noch aktiviert, ne? Dann könnten wir eigentlich hier auch mal ein bisschen an der Bedürfnisse rumspielen. Ah, Pause deaktivieren lohnt sich. So, hier alles total schick. Upsa, da bin ich mal auf die Bedürfnisse gekommen. So, meine liebe Sarah, jetzt musst du ja auch mal ein bisschen ranklotzen mit der Lernerei. Mach mal hier Radioschüssel ausrichten und so. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil du möchtest doch hier mit den anderen... Oh, dieses Hörnchen rennt hier immer noch rum. Schau mal, da beschäftigen wir uns schon mit dieser Radioschüssel und dann bringt uns das nicht mal was. Als wenn wir hier gerade zu viel Spaß haben oder so. Dann mach mal eine Werbung senden. Das kann doch auch nicht schlecht sein. Schau mal, das bringt uns über... Doch, jetzt bringt das was. Oh Mensch, Sarah. Ja, gut, Sarah ist wieder offline. was können wir denn hier noch... bringen, Interview führen. Ja, hier mit unserer neuen Mitbewohnerin. Yay, wir haben 100 Simoleons mit der Werbung verdient. Ja, Mäuse, jetzt komm mal her und führ mit uns ein Interview, dann können wir mal sagen, hey, du bist die Neue und so. Total toll, hier zu sein und weiß ich nicht was. Ja, ganz ehrlich, mit ihm küssen wir uns hier eh nicht. Ja, essen wir einfach mal ein bisschen gegrillten Käse und dann können wir auch mal mit unserer Schwester quatschen. Oh, Sarah, dauert's länger mit deiner, sehr interessanten jungen Dame hier? Okay. Ist ja sehr interessant. Wow! Was war denn das? Okay, sie hat sie anscheinend zum Schmollen gebracht. War wohl eher weniger gut. Aber wir sollten ja hier mal ein bisschen fotografieren. Das können wir natürlich gerne machen. Fotos ansehen, Kameraeinstellungen, Fotogröße einstellen. Machen wir mal auf Landschaft hier, weil wir ja nicht wirklich gerade Porträts haben. So, was können wir denn da machen? Hier, tada.
können wir noch aufnehmen? Ein Baum vielleicht? Der war auch total schick. Noch einen Baum vielleicht? Yay! Ja, aber das bringt halt nicht wirklich viel, ne? Hier, das ist unser Hauseingang. Der ist auch total toll. Und wir haben auch den Typen hier. Yay, er macht gerade eine Hausarbeit. Das ist auch super spannend. Und natürlich haben wir auch noch einen Mülleimer. Der ist sowieso total super. Und wir haben noch einen Parkplatz. Ist das nicht toll? Ja, aber anscheinend bringt uns das nicht wirklich hier mit der Fähigkeit weiter. Haben wir nicht hier irgendwo ein Buch mit Fotografieren-Fähigkeit? Hier, Mensch. Das wird jetzt aber mal gelesen, Sarah. Kann ja nicht sein. Tara, was ist bei dir kaputt? Hier, komm mal. Musst nicht hungern, musst keine sozialen Probleme haben. Wir haben heute mal die Cheater-Folge, wo es uns allen gut geht und weiß ich nicht was. Was machst du da? Spielst du mit dem Haggy-Snack? Oh, sie hat das Bild fertig. Yay, super, Tara. Total toll. Haggy-Snack? Achso, du willst mit ihm da spielen? Alles klar. Yay. Aha. Hey, da spielt er nur mit sich selbst. Spiel mit Tara. Die ist einsam und die muss beschäftigt werden und die liebt Beispiele. Yay. Ja, sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Aber unsere Liebe hat klappernde Zähne. Ich glaube, oder Zähne, die sollte vielleicht lieber nach Hause kommen. Weil sonst haben wir da ein Problem, denke ich. Ja, genau. Bedien mal da den Laptop. Tara, was ist denn dein Problem? Ach so, wir brauchen Outdoor-Kleidung. Ist einleuchtend. Tara, lauf! Tara, lauf! Woo! Yay, Fahrrad! Yay, Fahrrad! Yay! Oh, ich wünschte manchmal, es würde schneller gehen, aber wir müssen jetzt definitiv mal rein, ne? Das sieht nicht gut aus hier mit klappernden Zähnen und Co. Die Fotografen! Yay! Wir haben den ersten Fähigkeitenpunkt damit erreicht. Sehr schön. So, Tara, Liebes, du kannst jetzt hier mal in aller Ruhe schlafen gehen und dann vielleicht mal, wenn du aufstehst, nochmal ein großes Bild malen. Pia, Toilette, Duschen und, alles klar? Hä, aber es ist doch schon Frühling eine Weile, oder? Ich überlege gerade, warum es schneit. Ja, du kannst auch mal Frühstück servieren. Kann nicht schaden. So, Sarah, wie sieht es hier so im Allgemeinen aus? Oh, unsere neue Mitbewohnerin, die uns geschlagen hat, schläft erstmal ganz lieb. Ach, Mio. Ja, und wir versuchen hier irgendwie weiterzulernen. Und immer wieder ist dieser dämliche Fernseher an. Hä, wo ist denn hier der Fernseher an? Wer hat überhaupt einen Fernseher im Zimmer? Ach, hier oben bei, ja, genau. Beim ehemaligen Mystik-WG-Zimmer. Ah, Mensch. So, Sarah Maus. Weiter geht's hier in deiner tollen Fotografiefähigkeit. Bringt uns das wenigstens irgendwie was? Jawohl, unsere Anzeige geht hoch, Leute. Können wir da eigentlich auch ein bisschen cheaten? Nee, das geht nicht. Da muss man tatsächlich arbeiten. Wahnsinn. Ach Mensch, aber wenn das hier so schnell hochgeht, wenn wir ein bisschen Fotografiefähigkeit lernen, dann ist das ja kein Problem. Wow, ein Fahrzeug wurde gelöscht. Wahnsinn. Na? Yay! Sehr gut, dann schaffen wir auch noch Level 3 hier und das sollte dann, glaube ich, auch erstmal reichen. Gott, weil morgen sind schon die Prüfungen. Hilfe! Schnell die Zeit vergeht, ne? Ja, was können wir denn danach noch machen? Sie will ja auch unbedingt einen Fähigkeitenpunkt in Kochen kriegen. Könnten wir ja so nebenbei auch machen, auch wenn es nicht wirklich was bringt. Welchen Punkt haben wir jetzt eigentlich schon in Kochen? Brauchen wir da schon Level 3? Ich musste einfach dich mal hinstellen und eine Weile kochen, Sarah. Was hältst du denn davon? Hm? So, hier, Pia hat anscheinend Waffeln gemacht. Dann sollten wir vielleicht Fruchtparfait machen oder so. Ja, und Pia kann dann auch gerne mal aufräumen. Gut, Pia entscheidet das schon von alleine. Sehr schön. Wir können auch mal hoch in den Trainingsraum gehen und hier ein bisschen Sport machen. Was hältst du denn davon, Pia? Ein paar Gewichte stemmen, hä? Ist doch auch total toll. Ja, und danach, wenn Sarah mit dem Buch für Fotografie fertig ist, dann sollten wir das auf jeden Fall mal noch Pia geben. Weil das würde sich, denke ich, auch lohnen, oder? Wenn wir hier noch mit ihr ein bisschen die Fähigkeiten verbessern, dann kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ah, Mensch. Ja, Pia. Hm. Trainier einfach mal so weiter.
Wie lange braucht Sarah jetzt hier noch? Wo ist denn hier Fotografiefähigkeit? Naja, Mensch, hat sie ja fast fertig. Textnachricht von De. Kurs. Oh, ich wollte den Fähigkeitenpunkt noch fertig haben. Der war doch fast fertig. Naja, mein Gott. Oh, die Anzeige ist aber kräftig gestiegen, ne? Nur durch die paar Punkte. Na, mein Gott, ne? Sagen wir nicht nein. Ach ja, Pia macht sich auf den Weg. Tara, wie sieht's bei dir aus? Du malst hier noch eine Runde? Aber Tara kriegt auch gleich den Punkt voll, ne? Ist es denn eigentlich schon der letzte? Haben wir denn hier Malerei? Nee, der vorletzte. Okay, dann lasse ich ihr das noch hier kurz durchgehen, weil das ist ja letztendlich auch nicht so schlimm, wenn sie hier malt, statt zum Unterricht zu gehen. Ach, sie hat doch gar keinen Unterricht. What? Ach so, ja, wegen... Haha, sie hat ja Donnerstag immer nur so eine Stunde irgendwie was. So, Mädels, seid ihr schon unterwegs hier? Ja, sehr gut. Tara, komm schon, mach's zu Ende. Ich will sehen, wie du Punkte kriegst für deine Lebenslaufzeit. Gott, wie lange dauert denn dieser Punkt noch, ey? Das ist ja ewig. Ja, wir haben so viel gemeinsam. Total super. Punkt! Komm schon! Ja, ich glaube, wir können auf den Punkt hier noch ewig warten. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Ja, und wenn ihr noch eine Idee habt, wie wir unsere Mädels hier zur Höchstleistung treiben können oder vielleicht auch wieder den Abfall bescheren. Oh, Meisterin Konkurrenz, okay. Tara macht den großen Meistern Konkurrenz. Ach so, ich dachte, sie hätte jetzt irgendeinen Titel erreicht oder so. Ja, wie gesagt, Anregungen für irgendwelche Arten vom Spiel könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ciao.